Hi, willkommen auf Bunker One. Wie ihr sehen könnt, sitze ich vor einer blauen Wand. Warum das so ist? Mein Motto heute: schnell und schmerzlos. Das von allen geliebte For Honor. Das von allen gehasste Anthem. Die italienische Expedition mit Stella in the Forest. Das von wirklich niemandem gespielte Overwatch. Niemand spielt es. Und Dead by Daylight gehen weiterhin ganz normal live. Gerade bei diesen stabilen Servern, Leute. Red Dead Redemption 2 ist am Freitag zu Ende gegangen. Ab Montag startet Mutant Year Zero Road to Eden ganz frisch, werktags ab 16 Uhr. Bei mir auf dem Kanal, wo auch sonst. Das Finale von Phantom Doctrine findet am 17. März, also in genau einer Woche, statt. Dann ist dieses Epos ebenfalls beendet. Thronebreaker lässt noch auf sich warten und läuft mindestens noch bis Mai. Nach Thronebreaker startet Conarium. Ein Lovecraft-inspiriertes, von Berge des Wahnsinns abgeleitetes Cthulhu-Abenteuer. Genau das Richtige für mich. Tentakeln für alle. Des Weiteren werde ich versuchen, Rainbow Six Siege regelmäßiger erscheinen zu lassen, in Form des allseits bekannten Anti-Anti-Terror-Bunker, der nicht nur bei den Zuschauern sehr beliebt ist, sondern auch bei mir selbst. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, diese Videos zu schneiden und die lächerlichen Diskussionen, die wir da führen, nochmal Revue passieren zu lassen. Also seid gespannt. Last but not least erscheint Sekiro am Ende des Monats von From Software und wird von mir Let's Played. Selbstverständlich. Nachdem ich From Software mit ihrer letzten Aussage bezüglich, sie wollen ein Battle Royale Spiel herausbringen, sehr verwirrt hat, freue ich mich umso mehr auf diesen Souls-like-Titel. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst einen Daumen nach oben da, also lasst ihn wirklich da, ne? Nehmt ein Messer und schneidet ihn euch ab und lasst ihn da, wo er war. In diesem Sinne, reingekackt, bis denn.